Noch immer haben wir den Tod unseres Lieblingsschmugglers Han Solo nicht verkraftet. Doch bald dürfen wir den Captain des Millennium Falcon schon wiedersehen. Chewie, we're home. Denn nach Rogue One: A Star Wars Story steht bereits der nächste Anthology-Film in den Startlöchern. Und dieser wird sich der Origin-Story von Han Solo widmen. Good. Good. Extended Universe. Han Solo hat neben dem Film auch eine lange und detailreiche Backstory, die bereits in Comics und einer Romantrilogie, der sogenannten Han Solo-Trilogie, veröffentlicht wurde. Die Reihe beinhaltet die Chroniken des Schmugglers, der zunächst als Dieb aufwächst, sich dann aber für ein anständiges Leben entscheidet. Auf dem exotischen Planeten Ilesia verliebt sich der 19-jährige Han in die schöne Sklavin Bria Taren, die er aus der Gefangenschaft befreit. Da er jedoch finanziell nichts zu bieten hat, beendet er die Beziehung und schreibt sich in der Akademie des Imperiums ein. Der spätere Verlauf der Bücher beschreibt Hans Austritt aus dem Imperium sowie seine Entwicklung zum Schmuggler. Schlüsselfiguren wie Jabba the Hutt, Lando Calrissian und natürlich Chewbacca sind ebenfalls Teil der Chroniken von Han Solo. Die Han Solo-Trilogie endet genau dort, wo wir ihn das erste Mal in A New Hope trafen, in der Cantina-Bar von Mos Eisley. Okay, you guys got yourselves a ship. Han Solo, der Film. Im Februar 2013 gab Disney erstmals bekannt, dass ein Han Solo-Film geplant sei. Dieser wird 2018 dann in die Kinos kommen und nach Rogue One: A Star Wars Story ein weiterer Anthology-Film in einer weit entfernten Galaxis sein. If you're really doing this, I want to help. Hail Caesar-Star Alden Ehrenreich wird die jüngere Version des ikonischen Charakters verkörpern, während Community-Star Donald Glover einen jüngeren Lando Calrissian spielen wird. Und auch Woody Harrelson wurde bereits für den Film bestätigt. Hier sind 5 Dinge, die der Han Solo-Film beachten sollte. Kriminelle Strukturen. Han Solo wurde als Schmuggler und Gauner bekannt und verbrachte den Großteil seines Lebens mit den unterschiedlichsten Schurken. Daher wollen wir neben Jabba the Hutt auch andere gefährliche, schmierige und schlicht kriminelle Figuren und Machenschaften sehen. Da es sich im Film um einen jüngeren Han Solo handelt, darf auch dieser ruhig krimineller sein, als wir ihn bisher kannten. Scoundrel. Scoundrel. I like the sound of that. Ein nachvollziehbarer Held. Han Solo ist einer der wenigen Hauptcharaktere in der Welt von Star Wars, der nichts mit der Macht am Hut hat. Pokey religions and ancient weapons are no match for a good blaster at your side, kid. Das macht ihn aber kein bisschen uninteressanter, denn immerhin ist er ein Charakter mit Ecken und Kanten, der sich erst im Verlauf der Reihe zum Helden mausert. Hey, I think that was more of you than money. Er gewinnt seine Kämpfe meistens durch unfaire Mittel. Yes, I bet you have. Und ihm fällt es schwer, seine Gefühle zu offenbaren. I love you. I know. Daher wollen wir diese Charakterzüge noch besser nachvollziehen können, weshalb die Einführung von Bria Taren, seiner ersten großen Liebe, die ihm gleichzeitig das Herz brach, von Vorteil wäre. Ein unschlagbares Team. Stets treu an der Seite von Han Solo ist der Wookiee Chewbacca zu sehen. You can understand that thing? And that thing can understand you too, so watch it. Come on out of there. Der grölende Bettvorleger ist der beste Freund des Schmugglers und der Ursprung dieser Freundschaft wurde in diversen zusätzlichen Stories als herzerwärmend beschrieben. So befreite Han Chewie aus der Sklaverei, in die dieser nach der Eroberung Kashyyyks gedrängt wurde. Seit jeher wich Chewbacca Han nicht mehr von der Seite und unterstützte ihn selbst in den schwierigsten Situationen. Chewie! Schulden, Schulden, Schulden. Als wir Han Solo zum ersten Mal in eine neue Hoffnung treffen, steckt er bereits bis zum Hals in Schwierigkeiten, denn er schuldet dem Mafia-Boss Jabba Geld. Tell Jabba that I've got his money. Selbst der legendäre Kopfgeldjäger Boba Fett wird auf Han Solo angesetzt. Daher wollen wir erfahren, wie es dazu kam. Wie hat es sich Solo dermaßen bei Jabba verspielt? You certainly have a way with people. Legendärer Schrotthaufen. Ein Markenzeichen von Han Solo ist seine Schrottkiste, der Millennium Falcon. You've never heard of the Millennium Falcon? Should I have? Doch die alte Rostlaube befand sich nicht immer in seinem Besitz. Einst gehörte sie seinem Freund und Langzeitrivalen Lando Calrissian, der das Schiff gegen Han durch eine Wette verlor. What have you done to my ship? Your ship? Hey. Remember, you lost her to me fair and square. Mehrfach wurde ebenfalls darauf angespielt, dass Han mit dem Falcon den sogenannten Kessel Run in unter 12 Parsecs schaffte. This is a ship that made the Kessel Run in 14 Parsecs. 12! 14.
Die Beziehung zu Lando sowie dieses legendäre Rennen sind Geschichten, die man den Fans nicht länger vorenthalten sollte, da sie ausschlaggebend für die Entwicklung von Han sind. Freut ihr euch auf den Han Solo Film? Was wollt ihr unbedingt sehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ihr mehr über den Uncharted Film oder den Bösewicht in Shazam wissen wollt, dann schaut euch diese Videos an.